Ja, es ist Freitag und ich bin jetzt auch endlich auf dem Nachhauseweg. War eine sehr anstrengende Woche für mich. Genau. Und ab Dienstag geht es jetzt weiter. Nächste Woche habe ich mal das Wochenende quasi ein bisschen Tabula Rasa zu machen auch wieder. Und dann geht es am Dienstag nach Leipzig per Flug. Ja, das ist geplant. Fahren Sie um den und ja, was kann man jetzt zu der Woche sagen, zu den eigenen Erkenntnissen? Ich habe, by the way, ja, meine Karre angeschlagen. Ja, total links, total nervig, wenn sowas passiert. Ja, unterm Strich, ja, also beim Ausrangieren aus dem Parkplatz quasi die Seite angerissen. Ne? Also total unnötig. Aber ich meine, das gehört dazu. Das sind halt Kosten, die natürlich dazukommen, diese ganzen Geschichte. Ich meine, die ich natürlich auch hier verantworte. Und ärgerlich, kennt vielleicht jeder, ne? Und passiert. Ne? Passiert. Ist vielleicht ein Grund für mich zu sagen, okay, das ist ein Signal, entweder das Fahrzeug weiter zu behalten oder es tatsächlich zu wechseln. Mal gucken, das werde ich demnächst entscheiden. Ist ja wirklich der Fall, dass man viel Zeit im Fahrzeug, im Auto verbringt und so weiter. Jetzt habe ich das Auto hier, ein Renault, relativ lange auf der Straße und es wird auch mal wieder Zeit. Und jedes Mal denke ich mir das eigentlich, ne, wenn die Situation gegeben ist. Wenn ich einsteige, denke ich, ja komm, eigentlich ist es okay, ne, aber wenn ich dann einige Kilometer damit gefahren bin, denke ich anders. Ja. Und jetzt habe ich quasi einen weiteren Grund, mir Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht einfach getauscht werden wird oder nicht. Ja, mal gucken, mal sehen, da bin ich vielleicht zu schwäbisch veranlagt und habe keinen Anspruch auf die High-End-Auto-Fahrzeugmodelle. Dazu ist mir das Geld auch ehrlich gesagt zu schade, das investiere ich gerne anders. Ja. Wie dem auch sei, ist eine, wir hatten ja die Woche, am Anfang der Woche, das Thema Lichtprofis, ja, und jetzt haben wir im Prinzip eine Matrix-Organisation, die sich mit Infrastruktur auch auseinandersetzt, ja, also unterschiedliche Unternehmensfelder, Unternehmen, auch die Art und Weise, wie das Ganze geleitet wird, ja, ein Großkonzern, bei dem einen, ein Großkonzern hier auch, aber die Nähe ist vielleicht anders gegeben. Ja, und natürlich fragt man sich, wie sind die ganzen Systeme miteinander verwoben, wie funktionieren die ganzen Systeme, Systematiken und so weiter. Wie stellt man sicher, dass zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo ein Vertriebsbüro hast, beispielsweise, wie ist da sichergestellt, dass auch vor Ort in diesem Vertriebsbüro dann die Systeme greifen, ja, die zentral vielleicht auch vorgegeben sind. Wie streng hält sich da hier die Belegschaft hier daran, ja, und wie laufen die Audits und so weiter und so fort. Das alles sind Dinge, die dann natürlich eine Rolle spielen. Und da ist es natürlich auch wichtig und unsere Aufgabe entsprechend zu bewerten und da die Angemessenheit auch walten zu lassen. Ja, das ist also, du kannst natürlich nicht erwarten, dass wenn du ein Unternehmen hast, ja, was an einem Standort zum Beispiel 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ja, dass das System, was dafür notwendig ist, entsprechend gleich sein muss wie an einem Standort, wo nur, ich sag mal, 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ja. Und die beide zur gleichen Gruppe gehören. Also Grundbasics natürlich, ja. Aber die Art und Weise, wie der Umgang mit den Dingen ist, das ist natürlich häufig unterschiedlich. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, unterm Strich dann Systeme zu kennen und zu wissen, okay, wie ist da der Grip? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall nervt mich das schon mit der Karre. Bin aber froh, dass es irgendwie auch jetzt hier stattgefunden hat und dass meine Entscheidungsfindung in dem Zusammenhang ein bisschen angeschoben wird. Ja. Wahrscheinlich hole ich mir jetzt einfach. Ich liebe Eudel schon länger mit einem Daimler, klar. Ja. Oder mit einem Mercedes. Jetzt mal schauen, vielleicht mache ich das einfach. Mal gucken, was die Situation hergibt. Habe ich hier noch einige Stunden vor mir und ich werde jetzt danach schauen, dass ich auch gesund und munter daheim ankomme und das Wochenende entsprechend dann, ja,
nutze, um mich zu regenerieren, damit es dann am Dienstag weitergeht. Am Montag ist ein Feiertag. Am Dienstag dann weitergehen kann mit Vollgas und zwischendrin an die Themen auch erledigt sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall was. Ich hänge das ein oder andere Video auch rein dann. Ja. Mal schauen, vielleicht mal zur Abwechslung aus meiner Spare Time, aus meiner Freizeit quasi, ja, mal das eine oder andere Video. Mal gucken, mal schauen. Bleib auf jeden Fall dran. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es um die Themen ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001, Arbeitssicherheit geht, ja, dann kriegst du bei mir wahrscheinlich top aktuellen Themen mit einfach, ja, und kannst auch, du siehst ja, ich versuche ja parallel quasi auch hier dir so einen Eindruck zu geben, wieso das Leben eines praktizierenden Auditors quasi aussehen kann, ja, also und freue mich natürlich auch über Kommentare, wenn du Ideen oder Gedanken dazu hast, dann teile das gerne, ne? Also ich lasse mich da auch drauf ein, auf die Diskussion, auf Gespräche und so weiter, wenn es nicht total abgedreht ist. Ja. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.